Das Zukunftszentrum Mensch, Natur, Technik, Wissenschaft in Nieklitz ist das Lebenswerk von Professor Bernd Heidemann. Auf 18 Hektar Wald und Wiese stehen in diesem Erlebnispark vergrößerte Insektenfühler, Spinnentiere, Tausendfüßler. Wissenschaft zum Anfassen, das ist weltweit einmalig. Ich bin vielleicht stolz, kann man nicht sagen, aber ich freue mich, viel gemacht zu haben für Übertragung des Wissens an andere Menschen. Das geht nicht nur um Umweltbildung, sondern mir auch um ethische Bildung und Wissensbildung. Alle Menschen könnten die Neugierigkeit aufbringen, wenn sie angehalten werden, neugierig zu sein und auch Antworten zu bekommen. Aber in dem Moment erstickt das bei Kindern, wenn sie keine Antwort bekommen. Also bei mir war es so, dass ich welche bekam, vorgeführt bekam und natürlich auch in der Lage war, denn danach selber zu fragen. Diese Jugendlichkeit kann einem ja bis zu 70, 80 Jahren erhalten bleiben und länger. Der Wissenschaftler hat sein gesamtes Privatvermögen in den Park investiert. So wichtig ist es, Professor Heidemann, die Natur zu schützen und gleichzeitig begreiflich zu machen. Über und unter der Erde. Im Wurzeltunnel sind die Lebensbedingungen der Bäume hautnah erfahrbar. Eine ungewöhnliche Perspektive. Bäume wachsen über der Erde nur so mit ihren Leistungen, wenn sie unter der Erde mit einer vieltausendfachen Länge verankert sind. Wenn sie dieses können und überdauern, dann sieht man ja hier wunderbar, wie sie sich dann festhalten in dem Erdbereich. Ja, dieses Becken steht so fest, dass man es überhaupt nicht wieder rausziehen kann. Das heißt, sie können gerne auch in Luft wachsen. Das Ganze ist eine Konkurrenz um den Bereich Licht und eine Widerstandsfähigkeit zu erwerben gegen Wind. Diesen Einblick hier zu haben, heißt, man versteht Wald besser, wenn man unter den Boden geguckt hat und nicht nur die Blätter in der Krone ansieht. Die Natur ist erfinderisch und Vorbild für die Technik. Insektenflügel zum Beispiel inspirieren die Flugzeugbauer schon lange. Wir haben hier mal nachgebaut den erfolgreichsten Insektenflügel. Der stammt von der Fliege. Gibt es Flügel der Zukunft, ist die Frage der Flugzeugbauer, die elastisch umorientiert werden können während des Fluges, vielleicht elektronisch das Plastikmaterial, nicht Metall, ändern, um dabei Landetechniken zu haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Der 4 Meter hohe Termitenhügel aus der afrikanischen Savanne ist ein Beispiel für intelligente Belüftung. Die Natur macht vor, wie Energie gespart werden kann. Die Dinge, die wir hier technisch ausgestellt haben, sind eigentlich alle umsetzbar und bringen eine technische Verbesserung. Und hier bei einem Termitenbau lernen wir, mit Energie umzugehen, die in der Natur selber liegt, die durch das geschickte Lüftungssystem zustande kommt. Die Ansätze, in denen wir die zukünftige Bionik entwickeln, muss ich erstmal orientieren an dem, was haben wir zu wenig oder was kostet uns momentan zu viel. Ist das, was wir lernen von der Natur, eventuell billiger, als das, was wir bisher machen? Nicht nur das, was wir nicht können. In der Werkstatt des Parks werden ständig neue Modelle gebaut. Alle Entwürfe stammen vom Meister höchstpersönlich. Und dem gehen die Ideen so schnell nicht aus. Das sind die Thorax. Also wir haben in den letzten 4 Jahren von 10 Modellen auf 400 erhöht. Von 4000 Ideen 400 umgesetzt. Das andere haben wir alles bewundert, was die Natur sich technisch ausgedacht hat. Aber umgesetzt für menschliche Technik, sinnvoll muss es ja sein. Man kann nicht irgendwas als Spielerei machen. Das war nur 10%. Und von den 10% auf den Markt zu bringen, in den nächsten 5 Jahren nochmal wieder nur 10%, heißt 40. Und dann sind wir gut dran. Der ökologische Park in Nieklitz, das sind auch 12 geschützte Biotope, seltene Pflanzen und Vogelarten. Ein gesundes Klima für Tier und Mensch. Also wenn ich noch 40 Jahre lebe, was ich ja gerne täte, dann möglichst in einer gesunden Fasson. Das heißt, ich werde alles tun, um Vorsorgeprinzipien zu finden, die ein Älterwerden natürlich nicht vermeiden, aber ein gesundes Älterwerden. Also wenn ich das kann, dann wünsche ich das mir für die nächste Zeit, wenn Sie sagen, ich soll mal darüber nachdenken, was denn nach mir, nachdem ich diese 40 Jahre noch gelebt habe, passieren soll. Dann wünsche ich mir, dass viele da sind, die dieses weiter so fortsetzen.
Er ist unermüdlich und steckt voller Ideen. Professor Heidemann, ein Leben für Natur und Wissenschaft.